Eine Vielzahl von Liedern, Klavierstücken und sinfonischen Dichtungen stammen vom Komponisten August Bungert, der die letzten Jahre bis zu seinem Todestag am 26. Oktober 1915 in der Weinortgemeinde Leutesdorf verbrachte. Heute deutet darauf zum Beispiel die August-Bungert-Allee oder der August-Bungert-Gedenkstein hin. Zum Gedenken an den 100. Todestag waren Ortsbürgermeister Volker Berg, die Mitglieder des Verkehrs- und Verschönerungsvereins sowie weitere Gäste am Gedenkstein von August Bungert zusammengekommen. Im gegenüberliegenden Bungert-Haus bekam man weitere Informationen und Hintergründe zur Person. Außerdem war der große Komponist zur Überraschung aller durch Werner Heinz von der Leutesdorfer Theatergruppe wieder zum Leben erweckt worden. Höhepunkt des Tages war letztendlich aber ein großes Gedenkkonzert, das anlässlich des 100. Todestages von August Bungert gegeben wurde.